Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Seit heute, seit dem 23. Juli, ist der erste Teil des Pre-Patches von Legion auf den Server online gegangen. Und alles, was sich jetzt geändert hat, ist, dass in den Hauptstädten die Weltuntergangsverkünder sind. Die stehen hier an mehreren Orten. Ich kann gerade gar nicht sagen, wo überall. Ich weiß, dass vorne am Eingang einer steht, am Auktionshaus steht einer, hier steht einer. Und wenn man die anspricht, bekommt man einen Zettel. Na, ihr seht, ich habe jetzt hier schon 5 Stück. Insgesamt gibt es 12 verschiedene. Wenn man alle 12 verschiedene hat, gibt es einen Erfolg. Der Erfolg ist eine Heldentat. Ist leider gerade nicht gepostet und Heldentat mir natürlich auch nicht angezeigt. Deswegen kann ich euch den gerade nicht zeigen. Steht aber auch auf buff.de, dass es da einen Erfolg gibt. So, und das Problem ist, dass man jetzt die ganze Zeit immer 15 Minuten warten muss. Also eine Viertelstunde, bis man den nächsten Zettel bekommt. Bei 12 Zetteln, man kann die doppelt bekommen, dauert natürlich arschlange, bis man alle Zettel zusammen hat. So, man kann diese Zeit aber um 13 Minuten verringern. Wie ihr seht, irgendwie machen die Leute merkwürdige Dinge. Heißt, ihr seht, kann keine Quest annehmen, beziehungsweise kann keinen Zettel holen. Geh auf meinen Mount. Lass mich in den Tod stürzen, falls ich nicht inkompetent bin. Dafür ist diese Stelle halt auch richtig genial, weil der Geisterheiler ist gleich hier. Heißt, einfach nur rüberlaufen, 2 Minuten warten. Ich hab noch eine Idee. Können diese Zeit noch weiter verringern. Jetzt verlieren wir natürlich Haltbarkeit, aber das bisschen an Gold, das wir dann zahlen müssen, naja. Gehen hin, nehmen einen Handzettel. So, kann wieder keinen annehmen. Haben jetzt den prophetischen. Hatten wir schon. Können wieder hochfliegen. Können natürlich auch unsere gesamte Ausrüstung einfach ablegen. Aber die ist gleich eh komplett im Arsch. Also, was soll's. So. Und so kann man halt sich relativ schnell die ganzen Gegenstände holen. Anstatt, dass man jetzt hier irgendwie eine Stunde wartet oder eine Stunde ist noch gut. In einer Stunde hat man 4 Zettel. So könnte innerhalb von ein paar Minuten, je nachdem wie viel Glück ihr habt, dass die Dinger dann tatsächlich erscheinen, diese Zettel bekommen. Und damit die Heldentat, die man auch nur während der Zeit des Pre-Patches bekommen kann. Und kriegen tut man davon nichts. Ist einfach nur ein schön nice-to-have-Ding. Aber ich nehme sowas eigentlich immer recht gerne mit. Und ja, mein Tipp an euch. Falls ihr WoW spielt, falls ihr die Heldentat haben wollt, falls ihr Hordler seid, in Sturmwind wird es eine ähnliche Stelle höchstwahrscheinlich geben. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, das ist mein Tipp an euch. Wie ihr es schneller machen könnt. Einfach um diesen Cooldown zu resetten. Ich werde mir jetzt kurz den Erfolg holen. Wir sehen uns dann wieder in einer anderen Folge. Sollte jetzt hier nur eine kleine Information sein an euch. Bis irgendwann. Bye. Euer Kriegsbrei. Haut rein. Tschüss. So, jetzt nochmal als kurzer Einwurf. Hab das jetzt ein paar Minuten gemacht. Hab gerade den Erfolg bekommen. Also es ist kein Fake oder ähnliches. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Sammelt während der Ereignisse vor der Veröffentlichung von Legion alle 12 Handzettel der Weltuntergangsverkünder. Eins an den 7. bekommen. Hier seht ihr die ganzen Zettel, hier seht ihr mein Inventar. Das ist erstmal reparieren dürfen. Seid gegrüßt. Oh. Und ja, das ist der Erfolg, den ihr hier bekommen könnt. Beziehungsweise die Heldentat. Wie gesagt, ist eine Heldentat. Hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen damit weiterhelfen. Auch wenn es ein bisschen, naja, bieten ist. Weiß nicht, ob man das unbedingt zum Endkampf. Ich meine, man kriegt ja einen Cooldown, das geht und ähnliches. Naja. Okay, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt irgendwas. Bis dann aber erneut. Bye. Euer Kriegsbrei. Tschüss.